Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt, das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. So, meine Freunde, wir haben beim letzten Mal uns hier um diese Geschichte hier gekümmert, um den neuen Stadtkern, den zweiten, damit wir ganz einfach hier mal vorankommen. Und da wollen wir jetzt weiter ansetzen, denn wir brauchen hier auf jeden Fall auch mal hier am, ja, unseren Kraftwerk mal einen Parkplatz nochmal. Das muss sein, ein Parkplatz. Ich würde hier sogar 18, 6, 11, 8, 12, 32. Ja, das ist nicht so ganz. Kriegen wir nicht dahin, ne? Ein bisschen ärgerlich. Kriegen wir die nicht dahin irgendwie? Ja doch, hier würde was hingehen. Machen wir auch. Dort bauen wir jetzt mal ja, ein Parkplatz hin. Dachte ich mir eigentlich, so zumindest. Ja gut, so geht's. Nicht schön, aber selten. So, bauen wir hier einen Parkplatz hin, beziehungsweise Parkhaus. So, und wir holen mal noch ein paar Fahrzeuge. So, genau. Es ist kein zugeordnet, das ist aber auch in Ordnung, es ist so gewollt. Die sollen sich alle frei bedienen können. Gut, das haben wir. So, 1,5 Millionen auf dem Konto. Wir brauchen jetzt mal eine Plattform. Und zwar brauche ich da viele jetzt. Das hilft ja nichts. Ich brauche echt viel jetzt. Ich nehme jetzt auch mal so eine 800er. Und die holen wir uns hier direkt hier vorne. Kriegen wir die da? Ja, die kriegen wir sogar dazwischen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Na, du. So, kriegen wir. Ja, perfekt. Wunderbar. Gut. Sehr gut. So, den haben wir jetzt. Dann haben wir das jetzt schon mal. Die Endstation haben wir hier auch, ne? Genau. Bus-Endhaltestelle groß. Genau, alles klar. Okay, Leute. Gebt Gas. Und jetzt machen wir eine neue Linie. KMH. Bus. 45. 78, das ist echt hässliche Dinge, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir 8 Stück. Neuer Stop. Hier hinten. Hier und dann hier. So. Und bitte nur Arbeitskräfte mitnehmen. Keine anderen Geschichten. Nur Arbeitskräfte. Okay, hat er. Und Linie wird P Cirici, oh mein Gott, Rika City Bus 1. Alter Falter, ey. So, okay. Das Ganze packen wir jetzt die anderen noch drauf. Okay, haben wir auch. Wir haben, wie gesagt, nur den einen Job, die Leute von A nach B zu bringen. Mehr nicht. So, zack, 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 zack. Zack, zack, gut, okay, macht mal. Fahrt los und kommt hier an und dann passt das schon. Gut. Na, kriegen wir den da ran? Nee, kriegen wir nicht da ran. Schade.
Ja, das Ding ist im Weg. Okay, so, dann haben wir das. Hier haben wir noch keine Wasserversorgung, noch gar nichts hier quasi. Hier können wir mal schon mal ein paar Sachen einkaufen. Schon mal ein paar Sachen einstellen vor allen Dingen. Ja, fehlendes Mitarbeitergebäude ist ohne Stromversorgung, ist klar. Eins nach dem anderen. Darum kümmern wir uns mal gleich. Ja, okay, das läuft. Das ist in Ordnung, wie gesagt. Geld kommt auch wieder rein. Ein Einzelner, der hier arbeitet. Das ist Wahnsinn. Gut, okay. Also kümmern wir uns mal darum, dass wir jetzt viele Leute hierher bekommen. Und da brauchen wir jetzt mal große Gebäude. Nicht so ein Kleinkram. Ich guck mal, was wir hier haben. Ne? Oh, was ist das denn? Hm. 190. Die Kirche ist natürlich ziemlich groß. Eigentlich bräuchten wir Hochhäuser. Sind aber echt schick, ne? Schönhausen, Christburg. Die sind echt schick. Das Corner. Gott, naja. Echt schick, ey. Ich würde ja fast schon sagen, die nehmen wir, ne? Noch ein Corner. Oh, geil. Noch mehr schöne, richtig große, geile Corner hier. Ja, jetzt können wir uns wieder austoben. Prenzlau. Ich weiß nicht, ob das zusammenpasst. Müssten wir echt mal gucken. Nee, das geht nicht. Oh ja. Kleineres. Das hier könnte. Ja, das ist. Zu groß. Gibt es noch mehr? Ja, hier gibt es noch mehr. Guck mal. Zu klein. Mit Durchfahrt sogar. Wow. Ich weiß nicht, ob wir die kombinieren müssen, können, sollten. Aber interessante Sachen auf jeden Fall. Vielleicht können wir hier einen Abschluss finden. Ihr wisst ja, ich mag diese modularen Geschichten absolut. Die finde ich super. Finde ich echt immer super. Ich lasse mal erstmal aufbauen. Dann schauen wir uns das mal an, wie es aussieht. Da ist jetzt leider so dunkel. Man sieht gar nichts. Ja, Treibstoff ist klar, aber. Okay, es passt natürlich vom Stil jetzt nicht zusammen, aber es ist. Ja, Mann. Können wir das mal wegpacken? Shit. okay, pass auf. Was ist das denn jetzt? Ist ja auch ein krasses Gebäude, ganz ehrlich. Vielleicht können wir das ja hier hinpacken. Natürlich. Ja, na gut, dann will man einen Großteil der Wege versperren, aber
Und ich brauche ja auch so eine Art Wahrzeichen, ne? Aber schon interessant hier. Wir nehmen das mal, dann bauen wir die da rein. Dann packen wir die Leute da rein. Ah, da ist schon wieder kein Strom hinten drauf. Ja, wir bauen das jetzt fertig. Und dann reißen wir die Gebäude wieder ab. Und dann sehen wir zu, dass wir die irgendwie kombinieren oder sowas. Dann bleibt der hier dran. Ein geiles, krasses Gebäude. Und das bringt uns auf jeden Fall schon mal... Alter, das kommt gar nicht rausgezoomt, ja. Guck dir das mal an, wie cool das aussieht schon. Ich habe, wie gesagt, volle Pulle laufen und dann ziehen wir die hier raus, ne, bauen das ab und bauen die nochmal richtig hin. Alles gleich fertig. So, kommt Leute. Brauch Money. Damit wir den Treibstoff fertig kriegen können, damit wir Treibstoff noch nebenbei exportieren können. Und... Stopp. So. Okay, pass auf. Hier raus. Sag mir nicht, dass das Ding schon voll ist. Doch, ist schon voll. Wahnsinn. Das ist jetzt mal maximal ungünstig. Einer geht raus, ey. Zwei. Können wir nicht nur irgendwo welche hinpacken? Jetzt, wo wir Platz bräuchten, ne, ist nichts da. Ist der Hammer, oder? Shit. Ah, Mann. 190. Yakal Place, Nebula High. Ist auch nicht schlecht. Eine kleine Variante von einem Gebäude. Wenn der Weg nicht wäre, könnte man das durchaus machen. Aber es wird eng. Der Weg wird eng. Ich reiß mal den Weg hier ab. So, dann bauen wir mal die kleine Variante daneben, wenn es geht, wenn es irgendwie machbar ist. Ja, teilweise ist es machbar. Können wir dich drehen? Ah, eng, 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 eng. Ich baue mal das dahin. Bauen wir das damit rein. So, okay, dann machen wir nämlich das folgendermaßen. So, dann ist das mit angeschlossen. Kommen wir da irgendwie noch ran? Ja, geht sogar. Sehr gut. Okay, dann sind sie miteinander kombiniert. Dann haben wir das. Ah, sehr gut. Okay, dann ist das angeschlossen. Ah, das wird nicht gehen. Aber das macht nichts. Wir kriegen das auch so ran geklemmt. Okay. Lass mal bauen. Ich muss die Leute da rauskriegen.
Ah, der blöde Schnee, ne? Aber es passt vom Stil her, glaube ich, ganz gut zusammen. Da ist schon wieder 56 Leute drin, das ist Wahnsinn. So, jetzt ziehen wir die Leute mal ab hier. Okay, das kann jetzt weg. 89 Leute. Und schon wieder leer. Beziehungsweise schon wieder voll. Wahnsinn, okay. Wahnsinn, okay. Dann müssen wir es anders machen. Wie gesagt, die lassen wir jetzt mal da drin sein. Dann nehmen wir das jetzt hier mal weg. Ach komm. Okay, das nehmen wir auch weg. Den nehmen wir auch weg. Den reißen wir nochmal komplett ab. Und jetzt bauen wir hier nochmal in schöner Variante die anderen Gebäude hin. Jetzt gucke ich mal, was haben wir hier? Zieten, York, Wilhelm, Mommsen, Mehring, Haus Christburg, Chaussee, Schönhausen, Horner, Reihenhaus. Schönhausen. Sehr gut. Okay, dann nehmen wir doch das. Wenn die miteinander kompatibel sind, ist doch gut. Dann können wir die doch aneinander klatschen. Dann machen wir das doch so. So. Nein, wir machen mal die Bürger bekommen aus, die Geschichte. So. Corner. Dann knallen wir dich da dran. Bau das erstmal hoch und dann ziehen wir den anderen da dran. So, das Ding ist leer, dann nehmen wir die jetzt. Wir können den jetzt hier abreißen. Aber hier ist natürlich nur noch eine ganze Menge drin. Ne? So, weg. Ja, genau. Legt los. Lauft. Lauft. Aber lauft. So, Corner. Corner. UL. Muss mal ein bisschen nachhelfen, aber es macht nichts. Okay. Und jetzt versuche ich, da so rumzukommen. Also mal aufbauen. So wäre geil. Aber ich glaube, wir machen nochmal einen anderen, noch mal einen dazwischen. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Aber nochmal einen dazwischen setzen. So, und dann bauen wir den Corner daran. Der ist so, okay, ich würde den gerne mal spiegeln. Ja, so wird es nichts. So, okay, könnte. Dann wird es aber nach da gedreht. Komm mal nicht rum. Ist jetzt ein bisschen blöd. Weil das so eine komische Ecke ist. Haben wir nicht nur irgendeine Schönhausen-Geschichte hier? Das wäre jetzt Eberswalde, Friedrich, Golz, Wilhelm. Ah, schade, ne? Ich hätte jetzt so gerne hier einen schönen Abschluss gehabt. Aber der passt jetzt nicht. Wenn ich jetzt den drehe, ist der Weg nach da. Und jetzt haben wir die Innenseite nach außen. Okay, komm. Ich bin jetzt mal verkehrt. Muss ich das so drehen? Jetzt haben wir es nämlich so. Ja, ist ein bisschen unglücklich jetzt, aber was willst du machen? So, okay. Den müssten wir jetzt eigentlich rausnehmen können.
Na, sehr gut. Dann können wir den jetzt wegmachen. So, tschüss. Den weg. Mod. Und dann packen wir hier jetzt noch ein so ein Zwischending dahin. Ist schwer dunkel, ist zum Kotzen. Und dann kommt jetzt noch die Corner da ran und dann ist es gut hier. Ja, mit dem, wie gesagt, mit dem Modul mussten was drehen, aber es hilft nichts. Ist okay. Ist okay. Finde ich jetzt. Das ist okay. So. Sieht doch geil aus. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und in der Mitte haben wir halt dann wirklich hier den Platz hier. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Dann sorgen wir jetzt nämlich... Warte mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich suche das Kraftwerk. So. Und das packen wir auch dahin. Anders geht's nicht. Statt Verteilerkästen baue ich jetzt hier mehrere kleine Stromdinger. So. Hilft nichts. Das werden wir mit Pflanzen zumachen oder sowas. Bisschen, ja. Okay, 142. Ihr habt nur den Job dahin zu gehen. Hier sind auch noch welche, die wir holen können. Braucht euch. Ein Arbeiter. 9 Arbeiter. Du bist doch der, der da hinfährt, oder? Ich hoffe doch mal, dass du zum Kraftwerk fährst. Wäre ja schon doof. Ne, fährt er nicht. Welche Linie fährt denn hier zum Kraftwerk? Welche war denn? Das ist doch die hier, oder nicht? Sagst du 35? Okay, es kommt schon mal mehr an. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay, wir haben jetzt noch kein Trinkwasser etc. pp. Das ist aber logisch. Das machen wir gleich. So, pass auf. Und dann machen wir jetzt, weil wir gerade im Thema Schönbau ja sind... Gehen wir hier einmal rum. Hier so lang. So, zack. Setzen hier an. Und machen das hier so. Und gehen hier so. Und bauen hier wieder eine Allee hin. Ich möchte das haben. Ich möchte das optisch einfach haben. So, dann bauen wir hier, wie gesagt, eine schöne Allee hin. Es muss hübsch sein. Trennen wir auch so ein bisschen die einzelnen Sachen ab, so ein bisschen. Und dann passt das. Okay. So. Bau auf den Kram. Ja, niemand wohnt da, das ist mir klar. Aber das kommt. Okay, so. Gut.
Es wird noch mehr werden, aber wie gesagt, alles mit der Zeit. So, wie sieht's hier aus? Temperatur ist zu niedrig. Okay. Das ist natürlich logisch, dass die Temperatur zu niedrig ist. Das können wir aber, da können wir aber helfen. Wo ist denn mein cooles kleines Kraftwerk? Old Heating Plant. Heiße Quellen, das wäre ja auch mal interessant. Einfach mal so heiße Quellen. Hot Spring. Könnte man ja auch so in so einen Park bauen oder sowas. Ja, das könnte man ja auch mal durchaus tun. Ach, ich sehe schon wieder nicht. Reheating Plant, genau da. So, das bauen wir direkt neben das Kraftwerk. Und fällt das nicht ganz so auf. So, dann bauen wir es hier hin und dann sollte das auch passen. Und hier werden wir, wie gesagt, das Ganze ausschmücken. So. Ja. Finde ich gut. So finde ich das echt gut. Sieht doch schon mal cool aus. Ja, wunderbar. Ja, Straßenbahn und so weiter, da werden wir uns auch noch drum kümmern. Natürlich, kommt noch. Aber das alles in... demnächst. Wir lassen mal weiter laufen. Ich brauche erstmal Geld. Ich möchte nämlich unbedingt jetzt auch mal hier so langsam, aber sicher. Gott, wenn das auch noch an den Start geht, dann wird es aber langsam eng hier. Stromtechnisch. Ich hoffe, dass es das packt. Wenn wir genug Leute rankarren, müsste es doch eigentlich gehen. Warte mal, ich pack die echt mal alle da drauf. Ja, die sollen ja alle ruhig hin. 12 Arbeiter. Ja, da darf gerne noch mehr gehen. So, hier hinten ist noch ohne Trinkwasser. Okay. Kommt ihr da hin? Ihr kommt... teilweise... ja, ihr kommt da noch hin. Sehr gut. Also die sind komplett überall erreichbar. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Aber wie das dann weitergeht, Leute, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.